So, wir können einen weiteren Steinbruch bauen, einen Steineisenbruch, wie ein gewisser Patrick eben im Stream schrieb oder wie auch immer. Der entsteht hier oben. Und ich gebe mal gleich wieder Zeit drauf. Hier ist ein wachsender Jägerinnen-Trupp. Wir wollen hier ein bisschen... Ah, hier fährt die Lok gleich lang, der Zug immer. This better be good. Okay. Are you sure? Great. Attention. Building completed. Yeah. So, jetzt wollen wir hier, da steht die Tesla-Spule, mal einen, unsere Nerven zu beruhigen, in die Verteidigung reingehen, ein Holztor hier platzieren. Und zwar, wenn ihr euch das mal anschaut, die schmalste Stelle sind hier, 4 Felder frei. Hier ein Holztor hin, dahinter Welle. So viel brauchen wir gar nicht, wir erwarten gar keinen Zombie-Schwarm, der kommt. Einfach dahinter ein Tor platziert, das sollte schon reichen, ne? Wir machen das mal so, wir setzen hier ein Holztor hin. Einen Wall hier, einen Wall dort. Einen Turm, einen Holzturm dahinter. Die kann man auch vorne hinstellen. Die halten auch mehr aus als ein Wall. Aber, also ich glaube, man kann hier nicht so schräg durchlaufen. Weißt du das auswendig, Chippy? Ich glaube, schräg durchlaufen geht, glaube ich, nicht. Deshalb stelle ich den mal eins dahinter. Das müsste mir der Chat beantworten. Mhm. Da bin ich mir jetzt nicht, dass die Bewegungen haben, habe ich jetzt nicht so richtig beobachtet. Ich stelle den Turm mal hier hin. Das hier mache ich weg. Ein Holzwall. Das wird bestätigt, schräg geht nicht. Okay. Hier kommt noch ein Turm hin. My bow and arrows are ready. Attention. Building completed. Was? Wir werden angegriffen? Wo denn? Oh nein! Wo kommt der denn her? Da kommen die doch von hier links aus der Karte. Wir hatten alles gesäubert. Das ist heftig. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich hier hinrennen. Da müssen wir doch nach links zum Kartenrand hier alles absichern. Jetzt ist der Steinbruch dort oben. Ja, die haben wir auch schnell getötet. Units under attack. Dann machen wir das so, dann ziehen wir die Herrschaften hier in den Turm rein. Mit denen laufen wir mal hier hoch. Und da reichen eigentlich auch 2. In den Turm bitte rein. In den Turm rein. Und hier die beiden, die schicken wir einmal hier hin. Sagen dann, bitte hierhin patrouillieren. Da müssen wir doch hier eine Mauer bauen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Guter Hinweis von Michael, unserem Chat-Moderator, der im Chat schreibt, Mauern sind nicht nur gegen Wellen, gegen Angriffswellen gut, sondern auch als eine Art Frühwarnsystem. Das heißt, man kriegt einfach die Meldung rein, wir werden angegriffen. Da ist was dran. So, jetzt entstehen hier noch weitere Einheiten, die schicken wir im Augenblick. Die schicken wir hierhin weiter. Die beiden Türme sind voll.
Dann wollen wir mal hier links auch abriegeln. Die Frage ist, wir schauen mal, dass wir bis zum Kartenrand bauen können. Das heißt, wir gehen bei den Tesla-Spulen noch eins weiter nach links. Das hier scheint der Kartenrand zu sein schon. Okay. Das ist der Kartenrand. Oh, here we go again. Roger that. Dann halten wir mal hier unten Ausschau, wie wir das hier machen. Eisenproduktion ist bei plus 5 hier durch. Müssen wir irgendwas reparieren? Nein. Und wir können schon mal damit beginnen, dass wir auch die ersten Soldaten gleich produzieren. Die brauchen 2 Eisen. 0 haben wir im Augenblick, aber wir können bald welche produzieren. Wir könnten auch noch ein paar Jägerinnen mehr produzieren. Gold haben wir in rauen Mengen. Wir haben keine Probleme im Augenblick mit den Ressourcen. Wir können ruhig sogar nachher unter Umständen hingehen und eine zweite Kaserne bauen. Hier oben riegeln wir aber erstmal ab. Yes, tell me, but be quick. Yes. So, die rennen hier hin und her. Jetzt können wir hier links die Verteidigungsanlagen bauen. Great. Und setzen. Wir brauchen gar kein Holztor. Wir riegeln hier alles ab. Wir setzen einfach nur einen Holzwall am schmalsten Stück Ende hier durch. Wir setzen einen Holzturm. Hier hin. Einen hier hin. Einer reicht. Da werden nicht viele kommen. Dann ziehen wir einen Holzwall. Habt ihr das gesehen? Das war leider schon in der Early Access Version so. Das ist manchmal einfach sehr etwas unpräzise hier. Da muss man die Feld pro Feld... Kann man mit der Entfernen-Taste eigentlich... Ja, anklicken, Entfernen-Taste. Verteidigung. Wenn die so... Ach, Holzturm. Holzwall. Ich mache hier mal die sparsame Variante. Das sollte eigentlich genügen. Und die beiden stellen wir schon hier hin und platzieren die gleich im Tor. So, dann haben wir uns hier um genug gekümmert. Jetzt können wir die ersten Soldaten auch produzieren. Achtung! Hier oben sind die Dörfer, wo wir gleich hinkommen. Zug kommt an, alles gut. So. Arbeiter wäre das nächste Problem. Zelte bauen. Genau, der nächste Schritt ist noch mehr Zelte bauen. Nahrung dann auch. Zelte brauchen wir, um mehr Arbeiter zu haben. Denn ein Kolonist erzeugt 2 Arbeiter. Und die Arbeiter wiederum brauchen wir... Für die Soldaten. Ein Arbeiter wird in einen Soldaten umgewandelt, beziehungsweise in einen Jäger. Wir haben noch 7 Arbeiter auf Vorrat. Und die können wir hier oben hinsetzen. Die platzieren wir ja gleich im Turm. Dieses sollte genügen. Und hier haben wir sogar viel mehr, als wir brauchen. Die rennen ja hin und her.
ziehe ich mal sogar ab. Die kommen hier rüber. Wir können hier einen ersten Trupp machen, mit dem wir hier gleich. Noch weiter spähen. Liebe Grüße an alle, die vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind. Wir spielen die Einzelspielerkampagne. They are Billions. Mit Fox und mit Chipmunk als Co-Kommentatoren. Hallo ihr beiden. Hallöchen. Hallöchen. Wie viele Zuschauer haben wir? Ja, Dutzende. Billionen würde ich Milliarden. Fast sagen. Ja. Untote Zuschauer, dann sind... ich habe den Eindruck, ich gucke immer wieder mit einem Auge in den Chat, die sind relativ lebendig noch. Hast du das Gefühl? Okay. Ja. Also 250 sind es. Cool. Relativ gleichbleibend. Mal kommen ein paar dazu, mal gehen ein paar raus. Wir sollten das nicht Operation Lagerfeuer nennen, sondern Operation VR Billions. Oh. Wäre doch eine lustige Sache. You again. Yes. Interessant fand ich ja eher, dass, wo Daniel vorher davon gesprochen hat, dass er ein paar Leute vielleicht opfern möchte, dass da tatsächlich die Zahlen runtergegangen sind. Also ich glaube, die sind da geflüchtet. Aber es hat sich wieder stabilisiert. Und nein, das ist kein Witz, das war wirklich so. Das ist erschreckend. Ja. Erschreckend, wie gering die Opferbereitschaft unserer Leute ist. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich denke mal, wer Plants vs. Zombies gespielt hat, der weiß, dass Zombies schreiben können. Wenn auch nicht sehr gut. Hier sind plötzlich ganz viele. Ich produziere deshalb noch keine Soldaten, weil wir wollen ja erstmal die Karte ein bisschen säubern. Oh, here we go again. Gotcha. My bow and arrows are ready. Yeah. The train has arrived at the station. Wir spielen hier gerade nicht so sehr auf effizient und jede Zeit Ding, also dass wir jede Zeiteinheit effizient nutzen, weil wir haben kein Zeitlimit, es können keine Wellen kommen und ich lasse ein bisschen mal die Zeit durchlaufen auch und wir gucken einfach, dass wir hier uns allmählich aufstocken in der Kaserne, entstehen immer wieder neue Einheiten. Soldaten produzieren wir nicht, denn die locken, wenn die feuern Feinde an. Die brauchen wir später, wenn wir vorrücken, hier oben hin vorrücken, dann werden wir ein paar bauen. Andererseits wiederum, die Soldaten brauchen ja Eisen. Das heißt, wir sollten immer einen Blick werfen auf das Eisenlimit. Wenn das voll ist hier, dann würden wir Eisenproduktion verschwenden. Das heißt, es macht schon Sinn, ein paar Soldaten schon mal auf Vorrat zu kaufen. Mal folgendes, ich baue mal... Aber das ist im Augenblick brauchen wir aber Jäger. Im Augenblick Jägerinnen und keine Soldaten. Wir können schon mal anfangen, allerdings... hier noch ein paar Jagdhütten bauen. Jetzt arbeiten die mit dem Angriffsbefehl sich langsam nach oben vor, bleiben stehen, wenn Feinde in Sichtweite kommen und dann geht es langsam wieder weiter. Und wir müssen noch das eine oder andere Nahrungsgebäude bauen, denn sonst kommen wir hier nicht weiter. Jagdhütten. Holz brauchen wir nicht, Holz haben wir genug, das heißt, wir können uns den Luxus leisten, hier die Wälder auch wirklich für die Jagdhütten zu nutzen. Einmal 12. Eine hier. Einmal hier bitte. Da kann man schon mal eine Menge uns holen. Dann können wir uns schon mal überlegen, wo wir eventuell gleich diese abriegeln, aber das sieht im Augenblick schwer aus. Wir müssen erst ein bisschen mehr von der Karte noch erkunden, damit wir dann klüger werden. Wir brauchen gleich noch ein paar Arbeiter. Das ist eine oder andere Zelt. Da fehlt Nahrung. Unsere Einheiten werden angegriffen. Nein! Das war knapp. Reparieren bitte.
Jetzt machen wir das doch anders. Wisst ihr was? Wir machen mal, wir haben das Geld ja vorübergehend, damit wir hier ein bisschen weniger Ärger haben, gehen wir mal hin und bauen einen einzelnen Verteidigungsturm hier genau in die Mitte. Hier so rein. Dann kommen wir auch schon an den Rand. Also hier, der hat ja einen großen Radius. Wie groß ist der Radius? Sichtweite 16 Felder. Und Schussreichweite, das hängt da von den Gebäuden, von den Einheiten ab, die drinstehen. Die haben eine höhere Sichtweite, wenn sie in einem Turm drinstehen. Die Jägerinnen haben eine Sichtweite, eine Angriffsreichweite von 6. Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie viel ein Turm da drauf legt. 1 oder 2. Vielleicht können wir das hier sehen. Sicht- und Angriffsreichweite erhöht, aber um wie viel? Steht ja nicht dabei. Vielleicht bei einem fertigen Turm. Reichweitenbonus plus 3. Das ist doch heftig. Das heißt, die haben plus 6 an Reichweite und hätten dann eine Reichweite von 9. Das heißt, wenn wir jetzt einen Turm genau in die Mitte bauen, hierhin, dann müssten die eigentlich in alle Richtungen ganz gut feuern können. Wenn wir davon 2 Türme bauen, einen hier oben, einen hier unten, dann sind wir schon mal ganz gut, ganz gut versorgt. Ich setze mal einen. Wir können hier auch schon mal abriegeln. Hier links. Wir setzen ein Holztor hier hin. Das sollte eigentlich... Da ist ein Stein, da kommt keiner durch. Sollte eigentlich reichen. Dann hier rüber. Und einen Holzturm genau in die Mitte. Reicht einer? Besser 2, oder? Wie teuer sind die? Wir können es uns ja leisten. Die haben ja keinen laufenden Unterhalt. So. Und ihr, die stellen wir mal direkt daneben. Die stellen wir hier hin. Die beiden kommen gleich hier hin. Die beiden kommen in den hier. Die gehen hier schon mal runter. Hier füllt sich das Lager inzwischen. Hier ist Kartenrand gleich. Hier unten geht es auch nicht weiter. Geht nicht weiter. Weiter kann ich ja euch hier unten nicht zeigen, was los ist. Das heißt, hier können wir auch schon mal abriegeln. Um da abzuriegeln, müssen wir allerdings weit mit einer Tesla-Spule runtergehen. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Wir müssen ja nicht die ganze Karte abriegeln. Vielleicht riegeln wir einfach hier ab und sagen, das war's, mehr brauchen wir nicht. Dann bilden wir in Ruhe einen Trupp Einheiten aus. Das wäre dann unsere Stadt hier innerhalb dieser Mauern. Und ziehen mit dem Rest einfach die Karte cleanend hoch und machen das Dorf da oben alle. Ich denke, das ist okay, oder? Machen wir so. You again. Gotcha. You are gonna pay me for this, right? Yes. Great. So, die beiden hier rein. Die beiden dort rein. Und jetzt wollten wir hier abriegeln. Energiereichweite ist hier. Das heißt, hier können wir bauen. Hier sind auch keine Ressourcen, die wir uns dringend holen sollten. Müssten, ich sehe nichts. Das heißt, wir gehen bei der Verteidigung hin. Platzieren wieder ein Holztor hier, das wir jederzeit ausbüchsen können. Mit Tap tappt man, glaube ich, ja. Eins hier hin. Eins reicht. Dann ziehen wir wieder Holzwelle hier lang.
Dann brauchen wir noch ein Türmchen. Also sie können auch durch die Mauern durchschießen, so ist das nicht. Aber dann haben wir halt eine höhere Reichweite. Einen nach unten bitte. Und einen hier vorne. Nicht genug Materialien. Yes, tell me. But be quick. Yeah. My bow and arrows are ready. Und die Jägerinnen? Die werden jetzt in der Kaserne bitte schön hierhin geschickt. Ja, läuft doch. Ist doch okay. Durch die Mauern fühlt sich John Witulski gleich wohler, schreibt er im Chat. Das freut mich sehr. Wusste doch, dass euch das beruhigt. Alles gut. Jetzt wollen wir mal die Türme auch bemannen. Und die können wir jetzt auch bemannen mit richtigen... mit Soldaten? Eventuell auch. Wir können auf jeden Fall Soldaten jetzt ausbilden. Wir packen die Soldaten mal hier in die Mitte. Und ab jetzt werden die kampfstarken Soldaten hergestellt. Schwere Rüstung, Maschinenpistole haben sie. Die sind gleich richtig teuer. Nahrung ist auch futsch. Ihr wisst, was das bedeutet. Arbeiter sind futsch, entschuldigt bitte. Nahrung ist noch genug da. Wir brauchen ein paar Zelte. Eine Militäreinheit verbraucht einen Arbeiter. Ein Zelt produziert 4 Kolonisten und 2 Arbeiter. Hier oben, da ist für die Zelte Platz. Oh, entschuldigt bitte. So. Das sollte erstmal reichen und dann haben wir bei der Nahrung nur noch plus 2, nochmal eine Jagdhütte hier platziert. Können wir auch hier links Jagdhütten hinsetzen? Tatsächlich. Ja, warum nicht? Können Jagdhütten hier so quer angegriffen werden? Ich glaube nicht. So, das läuft ja schon mal ganz gut. Hier bitte rein. Hier sind 2, da sind 2. Hier sind 4, der ist gar nicht bewacht. Hier sind 2 dran. You are gonna pay me for this, right? Building completed. Okay. Und die Kaserne, die weiteren Soldaten, packen wir hier genau in die Mitte. Die werden dann dorthin geschickt, wo sie dringend benötigt werden. So tired. The train has arrived at the station. Amazing. Roger that. Okay. Karte weiter erkunden. Are you sure? Der erste Soldat ist da. Da steht er, schaut mal. Unser Held hier. Disziplinierte, vielseitige Einheit, viele Einsatzmöglichkeiten, schwere Rüstung, Maschinenpistole. Sollen die mal miteinander vergleichen mit einer Jägerin? Wir schicken mal eine Jägerin rüber, hierhin. Nehmen die beiden, dann können wir die da immer hin und her klicken. Mal gucken, wen wir besser finden. Also die sind viel flinker, können schneller feuern, können weiter gucken, sind aber kampfschwächer. Rüstung 5%, 40% Rüstung. Das heißt, wenn die Schaden erleiden, wird das davon abgezogen. Nun bekommt man meistens Schaden durch Nahkampfangriffe. Es gibt aber auch Fernkampf-Zombies, die lernen wir später noch kennen. Geschwindigkeit 2,4 Zellen auf der Karte pro Sekunde. 4 hier. Das heißt, weit über 5, um die 50% mehr. Mehr Geschwindigkeit, Angriffsreichweite 6, die nur 5. Das heißt, die können ein Feld weiter feuern.
Angriffsstärke 10 und eine Angriffsgeschwindigkeit, die Angriffe pro Sekunde bei einem. Das heißt, jede Sekunde teilen die 10 Schaden aus. Und der teilt, kann zweimal pro Sekunde feuern und dann sogar 16. Das heißt, der teilt 32 Schaden aus pro Sekunde. Also über dreimal so viel. Das ist schon ein heftiger Unterschied. Unterhalt, die verbrauchen Nahrung als Unterhalt. Unter anderem, die ja verbrauchen nur Gold und einen Arbeiter. Und die verbrauchen zusätzlich erstmal dreimal so viel Gold, sind ja auch dreimal so kampfstark. Und zusätzlich noch eine Nahrung. Das heißt, theoretisch könnten auch drei Jägerinnen so viel Schaden ausrichten, wenn solange sie nicht angegriffen werden, wie drei Soldaten. Deshalb wären drei Jägerinnen eigentlich besser als ein Soldat, weil der Soldat verbraucht dann eine extra Nahrung. Aber alles unter der Voraussetzung, dass niemals der Platz limitiert ist. Und da ist es ja manchmal, wenn sich Leute auf engem Raum balgen, die können ja nicht aufeinander stehen. Oder wenn die Türme füllen sollen, ein Turm nimmt nicht mehr als vier Leute auf, dann ist es schon sinnvoll, wenn man diese Soldaten zur Verfügung hat. Aber im Prinzip, wenn man genug Platz hat, dann würde ich persönlich sagen, solange man keine Fernkampfzombies hat, die Schaden austeilen können, dann ist das mit dem geringen Rüstungswert egal der Jägerinnen und drei Jäger. Okay, die verbrauchen noch einen Arbeiter und so weiter, ja, so muss man auch rechnen. Okay, Schnaps, vergesst das, was ich gerade erzählt habe. Vergesst es einfach. Wieder zurück. Wir wollen hier noch ein bisschen weiter Erkundung betreiben. Oh, here we go again. Okay, my bow is ready. Are you sure? Na, no, da kommen aber viele. Gucken, ob wir die nicht hier hinlocken können. Orders, Sir. Feuer frei! Fast hättet ihr erstmals einen Schuss gehört hier. Da kommt unser Zug. Habt ihr gesehen, fährt oben durch das Tor. Schnell wieder zurück. Wir locken die Feinde an. Hier hin, komm. Habt ihr... Da, es wird geballert. Die ersten Schüsse. Wir locken ein paar Feinde an. Wir drehen die Runde. Juhu. Einen Holzturm reparieren, bitteschön. Jetzt machen wir doch mal Folgendes, dass wir ein paar Soldaten jetzt auch über die Türmchen hier verteilen. Da kommt noch ein Soldat. Mit ihnen wollen wir ein bisschen auf Kundschaften gehen. Das machen wir zu Beginn des nächsten Aufzeichnungsblocks. Wir nähern uns dem Ende der Partie. Was noch schief gehen kann? Alles! Wenn der finale Angriff kommt auf die Stadt der Zombies dort oben, wenn wir mit zu wenig Leuten anrücken, kann unsere Stadt überrollt werden. Müssen wir uns alles mal anschauen im nächsten Aufzeichnungsblock. Stream läuft in einem Rutsch weiter.